Bitte hier. Zack. Oh. Moment. Sollten wir hier hin? Blöder Typ hier. Ja, der Name kommt auf die Liste. Oh, danke für den Clip, Salid. Ohne Personenkontrolle, Alter, der Gold gefeiert. Finde ich auch, richtig, ja. Stimmt, der kann ich gefragt, wer wir sind. Komm, wir können rennen. Lauf! Wie nennen wir sie denn überhaupt? Bertha, ne? Hallo. Wir brauchen noch einen Namen für sie hier. Irgendjemand hat geschrieben, sie sieht aus wie eine Bertha. Oh, der Knast. Durch die Wände backen, aber Hauptsache die Model-Edge funktioniert. Richtig. Für uns. Moment. Ist das Gefängnis hier ausbruchssicher? Ja, wir können die Tür nicht zumachen. Okay. Ich erhöhe auf 99% älter. 95% älter, 4,9 blaulichten Sirenen, 0,1 Gameplay und Funk. Ich bin gespannt. Die hat noch nie gelächelt. Ihr habt doch gesehen, wie sie den Typen fertig gemacht hat am Empfang. Können wir Fahrstuhl fahren? Nee, der Aufzug kommt heute nicht. Aber wir gehen mal in den Keller. Vielleicht lacht sie ja hier. Wer ist sie denn? Alter! Ey! Die hatten ein Metal-Shirt an. Ist sie Polizeibeamtin oder ist sie Metal? Also, wieso können wir uns nicht so einen Charakter erstellen? Guckt euch mal die Haare von der an. Wunderschön. So eine hätten wir gebraucht. Ja, unser Gesicht ist weltweit bekannt. Und guckt euch diese Laufanimation an, ey. Sehr gut, ey. Hallo? Ich möchte mich nicht zwischen euch beiden stellen, ne? Kann ich auch gar nicht, ne? Okay. Dein Spitzbart? Das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Seht ihr? Darf man das auf Twitch sagen? Ja, darf man, ne? Ja. So, Herr Becker. Wieso kriegst du einen Brechreiz, Ellie? LPD. Roland Becker. Der Bart sieht aus wie der von meinem Ex. Mein Beileid dazu. Solange du nicht gleich sagst, die Haare von dem Herrn Becker sehen aus wie die von deinem Ex, ist alles okay. Sie sind also Frau Schmidt. Ja. Genau so ist es. Ich bin Frau Schmidt. Sie sind 10 Minuten zu spät. Analyzer Schmidt. Ja. Ich bin zu spät? Ja, der Typ unten. Ja, wissen Sie, ich bin in einen Stau gekommen. Ich muss mich noch schminken. Das interessiert mich nicht. Das Folgende sage ich hier jedem. Sie haben einen gefährlichen Job. Ja. Auf der Autobahn kann immer etwas passieren und Sie verbringen von nun an einen großen Teil Ihres Lebens im Einsatzwagen. Was? Deshalb dulde ich keine Nachlässigkeit. Nein. Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht den Helden. Dann werden wir beide keine Probleme bekommen, okay? Oh, wir werden den Helden spielen. Und nun, willkommen in der Truppe. Ja, danke. Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal bei Frau Roth vorbei. Frau Roth? Wo ist nebenan? Sie ist hier für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wenn in diesem Revier mal etwas nicht nach Plan läuft, lässt sie uns trotzdem noch gut aussehen. Oh, ich hoffe, ja. Sie werden das nicht in Anspruch nehmen müssen. Moment. Aber stellen die lässt uns gut aussehen? Vor. Vielen Dank, Herr Becker. Da stellen wir uns gleich mal vor. Ey, ich meine ganz ehrlich, der Typ sagt uns gerade, dass hier Zucht und Ordnung herrscht, ne? Und unten tanzt eine Metal in der Polizeikutte. So, jetzt sprechen wir mit Leonie Roth. Die lässt uns hier alle gut aussehen. Mal gucken, ob sie bei uns auch noch Hoffnung sieht. Hallo, Leonie. Na? Ich bin Analyzer. Hallo. Analyzer Schmidt. Herzlich willkommen auf unserem Revier. Hallo, Frau Roth. Haben Sie mich schon erwartet? Nein, nein, aber die Wand zwischen meinem Büro und dem anderen ist nicht sonderlich dick. Nee. Energisch. Hoho. Was regt sich der Alte denn auf? Was regt sich der Alte auf? Zu spät an meinem ersten Tag? Es gibt doch wirklich Schlimmeres. Natürlich. Drei Dinge sollten Sie wissen. Erstens, Herr Becker meint es nur gut. Ja, natürlich. Ihm ist das Revier, die Leute ist da und die Aufgabe, die wir übernehmen, sehr wichtig. Zweitens, ich arbeite sehr eng mit Herrn Becker zusammen. Oh, sie arbeitet sehr eng mit ihm zusammen. Was in seinem Revier so vor sich geht. Sehr eng. Und drittens, ich hoffe für Sie, dass was? Roland das eben nicht gehört hat. Sie sollten sich in Zukunft lieber mäßigen. Da haben Sie recht. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Der Teufel. Und nun Kopf hoch und raus auf die Straße. Gehen Sie am besten in den Umkleideraum im Erdgeschoss und ziehen sich um. Dort müssen Sie auch Ihren Partner finden. Er heißt Hans Haas.
Was? Sie wollen ihren ersten Tag er heißt Hans Harz? Oder? Er heißt Hans Harz. Vielen Dank. Ich glaube, ich hoffe auch nicht, dass er Hans Harz heißt. Diese Emotion, ne? So, wir sollen uns eine Uniform anziehen. Was ist denn hier? Guckt euch, die haben Turnschuhe an im Dienst. Ey. Was ist denn das für ein Outfit? Oh. Ich bin das nicht, tut mir leid. Hallo, Ladies, Men. Ey, was ist denn mit ihm los hier, ey? Guckt mal, der hat normale Schuhe an, der hat hier Chucks an. Und was ist das hier? Ey, können wir den in den Kühlschrank reinstopfen? Nee, ne? Ey, bestes Spiel dieses Jahr. Bestes Spiel. Wie GTA Roleplay? Wir machen doch gerade GTA RP. Passt auf. Ich wollte nirgendwo hinschauen. Wir gehen aufs Dach hier. Ich springe jetzt runter. Alles vorbei. Gibt's hier eine Sprungtaste? Nee, ne? Schade. Oh, warte mal. Da unten können wir auch nicht. Da können wir nicht luschern, ne? Nee. Nee, schade. Gott, wir kommen hier nie wieder raus. So. Ja, gleich sind wir Blaulicht. Die wollen die Sheriffs cool wirken lassen, ja. So. Hier. Ah, hier ist die Damenumkleide. Okay, nochmal. Geht doch. Können wir das Licht ausmachen? Ich traue mich nicht gerne im Hellen um. Was? Es gibt Zivilkleidung? Na hallo? Wer sind wir denn? Aber vielleicht ein bisschen kleiner. Wie sagen wir nochmal? Sprich mit Hans Haas. Er heißt wirklich Hans Haas. Ich will auch dieses. Er heißt wirklich Hans Haas. Und steig endlich in den dicken BMW und gib Vollgas. Ja, wo ist denn Hans Haas? Ach, das ist unser Kollege! Hallo Hans! Du bist also der Frischling. Ja! Ich bin Hans, dein Partner. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch, mich auch. Mich auch, mich auch. Wir haben im Auto genug Zeit zu reden. Lass uns loslegen. Die Leiter wird voll eins. Du fährst. Ich fahr. In meinem Alter wird man auch gern mal durch die Gegend kutschiert. Ja, besonders von so einer hübschen Frau, ne? Na, Hans, du bist aber so ein Alter. Das ist so ein richtiger Macho hier. Komm, fahr mich zum Einkaufen. Hm. Wow. Jetzt schreibe ich das Spiel aber an, ey. So. Die erste Ausfahrt, ja. Was ist denn hier los? Kuckuck. Was machen wir? Was wird hier gemacht? Wird hier geraucht vor der Tür? Hm. Du bist doch noch keine 18, oder? Ey. Der hat mich getreten. So. Oh, da ist unser BMW. Eieieiei. Guckt euch den an. Das ist ein Kennzeichen. APS 204. Okay, alles klar. Wo ist denn Hans? Oh, guck mal. Habt ihr gesehen, wie lässig wir einsteigen? So, um bremsen oder rückwärts zu fahren, drücke linker Trigger und beschleunigen rechts. Okay, wir brauchen nur rechter Trigger. Verursachst du Unfälle, rücksichtslos oder unkontrolliertes Fahren, erhöhst du den Chaosfaktor. Bei meinem Aussehen ist der Chaosfaktor schon bei 100. Also bei 100 wird der Einsatz abgebrochen und du bist beim letzten Speierpunkt. Durchdrehende Räder gehen nicht. Wo sollen wir jetzt überhaupt hin? Dahin, ne? Ja, wir sind die Polizei, wir fahren einfach mit Blaulicht, ne? Wow, die Lenkung, ey. Hammer. Was ist das für ein Sound, ne? 13% Chaosfaktor? Wirklich? Ey, wir sind die Polizei, lass uns durch. Das meine ich. Was macht ein LKW auf der linken Spur? Hallo? Oh. Ach, wir können hier. Ah, das ist die Matrix-Anzeige. Ah, krass, okay.
Hallo Mighty, ich grüße dich. So. Moment, wie hab ich denn... So, Signale. Matrixanzeige. Gefahr. Gefahr. Danger. Gefahr. Und wir können jetzt aussteigen hier? Ah, mit Kreis. Alle rausziehen, ja. Ey, sag mal. Was ist mit ihm los, ey? Du hast mich gerade angefangen, ne? Ey, hallo. Ich will reden. Aber nicht mit mir reden, ne? Erstmal muss die Sirene ausmachen, ey. Das ist ja schrecklich. So. Wo ist die Rettungskasse? Echt, Mann, ne? Was macht der denn da, ey? Ach Gott. Falsche Taste gedrückt. Mist. Vor allem, was für eine Polizei... Also, was für ein Bundesland? Ist das NRW? So, pass auf. Wir fahren mal so hier ran. Dass die anderen Fahrzeuge noch weiter durchkommen. Bayern? Na. Na, wobei, so wie die LKW hier fahren. So. Ist die Sirene gar nicht mehr... Oh Gott. Einsteigen. Hallo. Wir müssen Sirene anmachen, wir müssen oben Danger Zone anmachen. So. So, Signale, Matrixanzeige, Gefahr. Jetzt steigen wir nochmal aus. Besser, viel besser. So, Hessen. Hessen ist gut, okay. Im Reden ist die Autobahn der bessere Ort. Ja, ja, manche gehen auch ganz gerne mit einer eiskalten Coke auf der Autobahn spielen. So. So, junge Dame, was haben Sie hier gemacht? Was ist denn hier passiert? Sehen Sie es nicht? Der Reifen ist platt. Wie ist das denn passiert? Hier auf der Autobahn lag ein Brett mit Nägeln drin. Was? Ich habe im allerletzten Moment gesehen und bin drüber gefahren. Dabei hast du so große Augen. Einen Abschleppdienst gerufen? Ja, der Pannendienst ist unterwegs. Okay, bitte treten Sie hinter die Leitplanke und warten Sie auf den Abschleppwagen. Ich werde mich um das Nagelbrett kümmern. Ja. Vielen Dank. Bielefeld existiert nicht. Alter. Guck sie euch an. Als hätte... Guten Tag. Was ist denn hier? Als wäre ich... Sehen Sie es nicht? Der Reifen ist platt. Ja. Wie ist das denn? Hier auf der Abend... Ja, der... Okay. Ja. Ja, ja. Gut. Sie hat keinen Bock, hinter die Dings zu laufen. Okay. So, warte mal. Muss ich da hinten jetzt hinlaufen? Muss ich jetzt wirklich... Wo sind die anderen Fahrzeuge auf der Autobahn? Schutzplanke. Ey. Sind wir da rübergefahren auf dem Hinweg? Nee, ne? Wo sind die anderen Autos? Boah, das wird unsere erste Waffe hier, oder? Okay, das ist also der Übeltäter. Ich entferne das mal. Ja, mach das mal. Alter, warum schreit uns die Musik denn so an, ey? Moment. Besser. Insgerecht, dass du nicht direkt übergeballert wirst, ja. Oh, guck mal, ihre riesen Hände. Warte mal. Moment. Was ist denn mit ihren Händen? Wo sind ihre Hände hin? Hat sie in die Hose geschopft, ja. Wie sie ihren Kopf aufbewegt, ne? Passend zur Musik. Oh. Und was hat Hans gemacht? Hier, Hans, steig bitte ein. So. Mann, ey.